Und deshalb brauchen wir eine starke politische Mitte in Berlin. Und dafür steht die Christlich-Demokratische Union, der Hauptstadt Deutschlands, meine Damen und Herren. Es reicht in einer Politik für Menschen nicht aus, zu wissen, wer schuld ist. Es reicht nicht aus, nur zu wissen, wogegen man ist, sondern wir brauchen Lösungen, gute Lösungen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Ältere und Jüngere, diejenigen, die schon lange bei uns leben, mit denen, die jetzt zu uns gekommen sind. Zusammenhalt der Gesellschaft, das ist das Credo der bürgerlichen Mitte und der Christlich-Demokratischen Union und des Spitzenkandidaten Frank Henkel. Und dafür herzlichen Dank. In Berlin steht für solide Finanzen. Und es ist gelungen, eben nicht mehr Schulden auf Kosten der Kinder und Enkel zu machen und trotzdem in Berlin zu investieren. Wir müssen nicht nur an uns heute denken, sondern immer auch die Zukunft im Blick haben. Und das macht die Christlich-Demokratische Union. Sie kennt sich aus mit dem Thema Bildungspolitik. Berlin ist heute ein starker Wissenschaftsstandort. Aber starke Wissenschaft in der Zukunft setzt voraus, dass die Kinder auch eine exzellente Schulausbildung bekommen.